So, weiter geht's heute mit dem Spiel gegen Juve. Da steht's ab, Piemonte Calcio, aber es ist Juventus Turin. Wir sind in der Europa League im Halbfinale Hinspiel. Wir haben ein Heimspiel zuerst, was nicht ganz so einfach sein wird. Aber wir müssen es halt so nehmen, wie es ist. Gut, um die Trägerkanone geht's auch noch. Gambula, der jedenfalls genauso wie 13 Tore hat, ja. Mal gucken. Wir haben... Ja, dann sind quasi alle gar nicht mehr drin. Tottenham haben wir selber ausgeschaltet. Lazio steht noch drin, ja. Gut. Gucken wir einfach mal, wie es läuft. Letztes Mal ein Spiel erfolgreich gemacht mit dem Siegen gegen Hannover, das 3-0 im Heimspiel und dann das 4-1 auswärts in Osnabrück. Wobei Juve jetzt auch mal eine andere, etwas andere Hausnummer sein wird und dann geht es weiter mit dem Spiel gegen Sandhausen. Aber auch das ist, wie gesagt, noch erstmal unwichtig. Jetzt kriegen wir eine richtige Hausaufgabe zu tun. Naja, mal gucken. Wie gesagt, Atletico habe ich auch schon gedacht, okay, das wird wahrscheinlich schwierig werden, aber... Wir müssen es nehmen, wie es ist. So, gehen wir kurz vorher noch in die Pressekonferenz. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sie dürfen Ihre Fragen nun stellen. Also das können wir heute nicht spielen. So, das Team ist stark. Genau, sogar gesagt, Tottenham und auch Atletico waren eigentlich gefühlt stärker auf dem Papier. Wir haben beide Aufgaben genutzt und wollen natürlich heute mit Juve den dritten Hochkaräter aus dem Turnier hintereinander werfen und dann ins Finale gehen. So. Danke fürs Kommen. Danke für die Fragen. Das war es dann für heute. Jo. So, gehen wir rein ins entscheidende Spiel. So, ich gehe mal wieder ein bisschen. Oh, die haben richtig aufgerüstet die Saison. Deswegen halt die Wechsel. Auf die Position. Ich spiele Tommy lieber auf der 10. Weil ich ihn halt, wie gesagt, von der Geschwindigkeit her schneller finde. Und Gambula ist ein Top-Torjäger. So, einen Moment warten wir. Und dann geht's gleich in der Europa League rund. Und zwar jetzt. Halbfinal-Hinspiel der UEFA Europa League. Eine ganz schwere Aufgabe, aber auch ein ganz großes Ziel. Der Finaleinzug soll her. Wir präsentieren Ihnen diese Partie live hier aus der Arena auf Schalke. Herzlich willkommen in der Arena auf Schalke, liebe Fans. Und Sie sehen es ja, das Wetter könnte nicht besser sein. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und es geht heute in diesem Wettbewerb um das Hinspiel im Halbfinale. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Also natürlich wissen beide Seiten, worum es geht. Die Favoritenrolle für den Finaleinzug haben die Gäste. Aber die Gastgeber auf der anderen Seite können das hier ganz unbekümmert angehen, wollen ihre kleine Chance nutzen in diesem Hinspiel. So. Das sind unsere Jungs, mit denen wir heute es angehen wollen. Gegen diese Truppe hier aus Turin. Wie gesagt, heißt aber, wie gesagt, Piemonte Calcio. Aber das ist jetzt gerade eher unwichtig, wie sie heißen.
Wichtig ist, was drinsteckt. Und da steht halt Cristiano Ronaldo. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Und bei den Verteidiger vorbereitet. Geil. Wenn man da nur eine Spitze sieht, aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. So, das sind unsere Jungs, die es halt angehen sollen. Und das ist eben die Truppe gleich von Juventus. Erstmal noch schnell das Mannschaftsfoto. Bevor es dann weitergeht, wieder zwei Änderungen. Tommy auf der 10 und Gambo da vorne im Sturm. Und das ist eben Juve. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Vielen Dank an alle. Ja, viele Neuzugänge. Mura, Tielemans, Coutinho, Koke, Arnautovic, ein alter Bekannter natürlich aus Bremen. Und halt Cristiano Ronaldo vorne drin. Diego Carlos in der Innenverteidigung. Gut, Horta sagt mir jetzt nicht wirklich viel. Also trotzdem mit definitiv viel, viel Qualität. Und damit wird es heute umgehen. Und hoffen, dass wir hier heute diese Truppe schlagen können. Mal schauen. Wichtig ist, dass wir die Chancen, die wir bekommen, auf jeden Fall nutzen wollen oder nutzen müssen. Wollen wir heute hier weiterkommen. Wir haben das Heimspiel zuerst, das ist natürlich nicht einfach. Der Rosun, der hat zumindest... Ja, das war zumindest die erste Annäherung, aber... Da hat einer der Verteidigungen aufgepasst. Einer der Verteidiger aufgepasst. Richter. Der nimmt den Freistoß mit. Abseits. Siebte Minute, erste Riesenchance für uns, dass gerade Abseits ist. Ja. Ne, war kein Abseits, war Abstoß. Ich habe nur die Fahne gesehen. Oh, Ballverlust der Turiner. Und Szczęsny verhindert das 0-1. Gambula, der hätte fast sein 14. Euroleague-Tor gemacht. Hier dieser Pass von vorne rein. Aber der verliert da. Ja, wir müssen eigentlich die Chance, die wir nutzen, oder die wir bekommen, nutzen. Latza! Nächste Chance für Szczęsny. Jetzt wird es Ecke geben. Jetzt war weit weg damit. Da wieder nicht. Und jetzt hat Juve mal ein bisschen die Chance, dass sie da vorne nur das nutzen können. Coutinho, Mura. Und es ist halt ein Ronaldo da vorne drin. Schön gelöst. Ach, der... Jetzt haben wir ihn. Kolasinac, der sich den Ball aber von außen holt, über die Chiellini, glaube ich. Was? Ich weiß gar nicht, wenn er jetzt abgelaufen hat. Tommy! Die Flagge kommt nicht an. Es bleibt beim 0-0. Also zwei Riesenchancen für uns. Juve hat noch nicht den Hauch einer Chance, aber Juve ist halt nicht, wäre nicht Juve, wenn sie nicht was nutzen könnten. Scheiße, und genau das, was ich vermeiden wollte. Jetzt hat Turin die Chance und das ist der Erste, der im Halbfinale fehlt. Das könnte eine entscheidende Szene dieses Spiels gewesen sein. Drasovic ist vorbelastet. Ist vorbelastet. Ah, Mann, ist das überflüssig. So, jetzt Renault gegen Ronaldo. 0-1. Absolute Marke überflüssig. Ich meine, es ist 0-1, es ist Juve, aber wenn man bedenkt, wir haben die ersten zwei großen Chancen und kriegen die Dinger nicht rein und dann durch so eine Blödheit eigentlich da hinten drin. Ich war heute in der Ecke, aber der war plötzlich platziert. Zu präzise, zu hart. Da kannst du nicht rankommen als Keeper. Ne. Also, wie gesagt, 0-1. Das erste Tor von Ronaldo. Das ist Tor Nummer 3 für ihn in der Europa League. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Fuck it, Alter. Das wurmt mich gerade so ein bisschen, weil das war einfach ein Geschenk. Nein, ich bin zu spät gekommen, einfach da in der Situation. Das ist klar.
Naja, warte mal kurz. So, kurz die Katze rauslassen. Geht weiter. Ricardo Horta. Arnautovic. Fakt ist, dass ich jetzt schon mal einen Innenverteidiger setzen muss. Klasse, wie er da hingeht. Sie verlieren den Ball. Und das heißt, es darf ja nicht Mustafi noch wegbrechen. Coutinho, und es gibt Abstoß. 35. Minute. Sie gegen Turin feiern. Weil auswärts in Turin einen Punkt, einen Unentschieden aufholen. Oder nicht so Unentschieden aufholen, sondern einen Rückstand aufholen, den wir zu Hause unnötig eingebrockt haben. Und die nächste Chance. Richter. Aber momentan steht da noch ein Wojciechowski, der da alles weghält momentan. Das ist das im Buschelab. Der Platz hat über die Außenbahn und nicht den Ball in den Rückraum gespielt bekommt. Coutinho. Ja, gut gelöst. Tommy. Ja, das ist es halt. Es könnte nur. Und Tommy, man, das ist schon nicht da, aber momentan kriegen wir sie nicht ins Tor, aber wir sind immer wieder noch. Die Nachspielzeit wird da angezeigt, eine Minute geht. Eine Minute Nachspielzeit. Lukas. Da ist Coutinho. Keine gute erste Hälfte. Mann, ist das überflüssig. Ärgert mich gerade, es ärgert mich gerade richtig, dass ich da, dass ich auf Unentschieden, dass es hier 0-1 steht. Weil wir gut begonnen haben. Wir haben wirklich gut begonnen. Wir haben es eigentlich gut im Griff. So, dann haben wir das gerade den anderen Zwischenstand. Auch Lazio führt in Leverkusen mit 0-1 im Rückspiel. Also, müssen wir überlegen. Was machen wir in der zweiten Halbzeit? Gehen wir da auf... Ja, was müssen wir jetzt in der zweiten Halbzeit probieren? Wir versuchen natürlich weiter, unser Ding durchzuziehen, so wie wir es eigentlich gut gemacht haben bisher. Und naja. Gut, egal, passt schon so. So, dann gucken wir mal, was jetzt weiter macht. Ich werde jetzt einen Wechsel ziehen. Weil A, entweder verliere ich jetzt einen zweiten Mann. Ich muss es halt machen. Weil so verliere, so gehe ich davon auch. Ja, was soll ich machen? Wie gesagt, entweder ich verliere hinten einen Mann, auf jeden Fall. Dragovic ist auf jeden Fall gesperrt, das Halbfinale Rückspiel. Und so gehe ich gegen Mustafi, ziehe ich Mustafi vor und bleibe zumindest mein zweiten Verteidiger dran. Ob ich jetzt einen mit Gelb-Rot verliere oder einen mit der zweiten Gelben verliere und bleiben mir beide den Verteidiger wegbrechen. Na gut, okay, zweite Halbzeit läuft. Schauen wir mal, wie es läuft. Wie das Spiel läuft. Oder wie die zweite Halbzeit läuft. Erstmal der erste Angriff. Der Turin hatte ich gucke. Vorteil bei diesem Zweikampf. Und Mustafi, der muss. Mustafi, was ist nicht? Kolasina, Spaß. Coutinho. Ecke Turin. Ja, wie gesagt, entweder ich verliere. Ich habe auf jeden Fall einen Verteidiger weniger. Und mit Bella Kotschow habe ich zumindest eine Alternative, der mir da den zweiten. Der definitiv im Halbfinale-Spiel findet. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgebrochen. So, jetzt. Wie denkst du bislang über Cristiano Ronaldo? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Gucke. Cristiano Ronaldo kommt. Und jetzt Coutinho. Fuck it.
Mann, ist das unnötig. Und jetzt ist 2-0 und jetzt ist es nochmal eine Hausnummer. Marko Arnautović. Nochmal dieses Tor. Ja, überhaupt keinen Zugriff reinbekommen, die Bälle nicht bekommen. Und der dreht sich da mit seinem Tänzchen, dreht er meinen Innenverteidiger da ein und das war's dann. Und jetzt ist es nochmal eine andere Hausnummer. Ich schieße hier 0-2 und jetzt müssen wir auf jeden Fall mal ein Tor schießen. Gut, die Jungs haben schon mal andere Hausaufgaben gemacht. Kabula und dann haben wir De Rosun. Ach, Mann. Versuchen zumindest. Amatei. Flagge kommt kurz. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Dani Lazza. Lazza! Ronaldo, Bujelab da dran. Bujelab ist dran und hat ihn. Da ist Platz. Da kommt die Flanke. Chessy faustet diese Reingabe erstmal weg. Jetzt haben wir einen Ball. Amatei, der Rechtsverteidiger. Da ist die Chance. Richter! Yes! Tolles Tor! 70. Minute, wir sind wieder drin in der Spitze. Naja, erstmal die einen den ersten Teil der Aufgabe gelöst. Ich meine, den 1-2. Nochmal der Blick auf die Wiederholung. Zunächst die Flanke und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Auf jeden Fall erstmal das 1-2 gemacht. Erstmal ein bisschen rangekommen. Vielleicht jetzt dranbleiben. Jawohl, Richter, der Torschütze. Jetzt mal über die rechte Seite. Warte, das Tor. Ja, jetzt mal noch einen zusätzlichen Angreifer bringen. Vielleicht noch mal irgendwie was probieren. Ne, ja, ich bringe bringt Rüger. Nochmal einen Läufer. Ich bringe nochmal einen Läufer. Also, weil ich muss jetzt auf das 2-2 gehen und dann hoffe, dass wir im Rückspiel was klar gemacht bekommen. Weil ich will selbst das 2-2 tut ja weh. Aber wie gesagt, es ist halt absolut. Und damit ist der Ball weg. Jetzt haben wir es vielleicht mal. Ja, mit viel Übersicht. Du willst kein Abseits. Pfosten! Das ist doch nicht wahr! Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verscheckt. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Und jetzt haben sie den Ball. Ronaldo. Der Ball landet am Gestänge. Ah, der Ball ist zugenommen. Cristiano Ronaldo verliert den Ball. Die Fans geben nicht auf. Sie geben nach wie vor. Das ist nicht wahr. Da pfeifst du mir den Wange weg. Aber ganz knappes Ding. Ich wechsle natürlich jetzt auch Doppelbild aus. Ich muss jetzt irgendwas machen. Hier steht ein bisschen Rückstand. Wir haben 1-2 Rückstand. Wir haben nach 70 Minuten lang gewonnen. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Richtig. Kubilanski. Ja, das könnte ihre letzte Chance. Krüger! Krüger! Tor! Genau deswegen ist er eingewechselt worden. Yes, ist das wichtig. 90. Genau deswegen habe ich ihn gebracht, ja, weil er dann einfach nochmal was machen kann. Setze ich hier durch gegen Chiellini und dann kann er ihn doch noch abschließen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und dann heißt es im Rückspiel hoffentlich hier nochmal was zu bringen, was zu reißen. Also, erstmal Tor für Florian Krüger, Tor Nummer 6, wie immer. Alles wieder offen
Wir sind drin. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Und by the way, war es mit Ronaldo, der den Ballverlust hatte da. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Ja, schade. Nicht präzise genug, der Verteidiger ist dazwischen. Und dann ist es Ende. Unentschieden, 2-2. In Turin wäre es super, aber zu Hause. Beide wollen den Finalanzug. Beide wollen diesen großen Traum wahr machen. Aber die Entscheidung, die wird vertagt. Keiner mit echten. Einer wird fehlen. Dragovic, definitiv im Finale. Ja, das wird ein spannendes, vielleicht sogar ein dramatisches Rückspiel. Er hat heute wirklich gut gespielt, Puschi. Ja, bei dem können Sie sich wirklich bedanken. Der hat Ihnen mit diesem späten Treffer wenigstens noch den Punkt gerettet. Ja, ich meine, das 1-0-1 war einfach absolute Marke überflüssig. Das Ding war überhaupt nicht klar. Wir haben am Anfang die ersten 2-3 Chancen gehabt. Kriegen sie nicht ins Tor. Und fängst ja dann quasi im Gegenzug nach etwas mehr als 25 Minuten oder knapp 25 Minuten den 0-1 durch einen blöden Elfmeter, der absolut unnötig, Marke unnötig war. Holst ja eine gelbe Karte ab, eine Sperre, aber kommst dann wenigstens wieder zurück. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. So. Ich gehe als Außenseiter auch ins Hinspiel, das muss man einfach so sagen. Richtig, wäre es besser gelaufen hier. Man muss es so einfach sehen. Aber gucken, wie gesagt. Alles auch drin. Richtig. Ja, muss man einfach so sagen. Man muss es so einfach sagen. Danke, dass Sie bei uns waren. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sind ja in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Ligaspiel gegen den SV Sandhausen, Spieltag im März 32. Bis dahin und tschüss.